Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind immer noch bei meiner Schwiegermama. Wir wohnen hier jetzt schon seit 5 Tagen. Und ja, ich muss sagen, uns ging es hier echt super, super gut. Hakan, Gian, ich und Altay waren ja hier alleine. Milay ist immer noch auf Klassenfahrt. Mama kommt heute aus Berlin wieder zurück. Sie war auch auf einem Kurztrip. Sie ist sogar auf dem Weg. Sie dürfte in einer Stunde zu Hause sein. Und ich dachte mir, bevor sie kommt, bringe ich die Wohnung natürlich auf Vordermann. Putz und räume ein bisschen auf, nicht dass sie denkt, wir haben hier ihre Wohnung nicht gut behütet. So, meine Lieben, ich habe jetzt überall aufgeräumt, gesaugt, gewischt, geputzt. Die ganze Wohnung ist jetzt wieder picobello, blitzeblank. Ich habe hier nur noch Wäsche, die ich schnell waschen muss. Und dann war es das mit der Hausarbeit. Mama hatte zu Hause auch noch so ein paar kleine Baustellen, die wir jetzt auch endlich in Angriff genommen haben in der Zeit, die wir hier gelebt haben. Und wollen Mama quasi damit überraschen. Zum einen im Badezimmer. Hier haben wir endlich die Bilderleiste angebracht und die Bilder plus so ein bisschen Deko habe ich, wie ihr seht, hinzugefügt. Somit ist das Bad auch endlich komplett. Das wollte sie schon seit Einzug haben, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Und ja, jetzt ist das Badezimmer auf jeden Fall komplett. Weiter geht's in Milays Zimmer. Da haben wir auch eine Mini-Änderung gemacht. Hier haben wir für Milay die Bilder an der Wand angebracht. Das wollte sie auch schon haben. Und auf der anderen Seite haben wir hier so einen kleinen Schminkspiegel angebracht, auch mit Bilderleiste. Hier im Eingangsbereich haben die Bilder drauf gewartet, aufgehängt zu werden. Das haben wir jetzt auch erledigt. Also hier am Treppenaufgang hängen jetzt oben und unten endlich auch die Bilder. Das sah hier so nackt aus. Und das Wichtigste, das ist die größte Überraschung. Mamas Schuhschrank steht endlich. Die Pakete sind neu angekommen, deswegen wussten wir nicht, was wir damit machen sollen. Mama wird das schon auspacken, aber das Wichtigste, wie gesagt, Leute, der Schuhschrank steht endlich. Da haben jetzt die ganzen Schuhe endlich Platz. Hier fehlen noch die Lampen. Aber dafür braucht Hakan eine richtig große Leiter. Ich glaube, die muss ungefähr 4 bis 5 Meter groß sein, damit wir hier an die Decken rankommen. Und solange Mama die Leiter noch nicht besorgt hat, können wir leider die Lichter nicht anbringen. Deswegen stehen die hier noch und ja, warten hier. Genau, ansonsten haben wir wirklich alles erledigt. Und in der Wohnung ist jetzt, wie gesagt, alles fertig. Ja, fehlt nur noch Mama. Die dürfte aber auch jeden Moment da sein. Hallo. Hallo. Da. Schau dich nicht mal an. Geh mal gleich ins Bad. Deine erste Überraschung wartet. Oh. Na, Slow Mush. Wow. Was ist denn? Schon verschieden aus, gell? Ja. Hey, kimsi bana bırakacak mı? Ay, benim de kalsın. Senin mi o? Evet. Benim de vardı bunlar. Kim attı bunu çöpe? Hakan. Bana da lazım bunların. Geil. Und die andere Überraschung unten? Gel, hast du es? Nee, du hast noch nicht gesehen. Hadi bakalım. Ya Hakan Instagram'ı gördüm de. Ya? Ama nasıl çöpe?
Hallo? Hier? Ja, hier? Ich ach so. Wir haben Mamas Bilder aufgehängt. Ja. Voll schön ist das geworden. Ja. Eine. Sehr viel Kimmstimme, keine Mama, Sanje. Ja. Da ist noch Platz, egal. Ja, ja, da ist noch Platz voll. Da ist so viel Platz noch. Dankeschön. Aynen, bir ışıkların kaldı. Onlar da burada zaten gördüğünüz gibi. Bundan sonra böyle yapın. Siz tatile gidin arkadaşlar. Çocuklar onlar böyle gelince hazır sürpriz. Ateş, überraschung var biliyor musun? Kim geldi biliyor musun? Söyle. Gelebilirsin. Kim geldi? Kafasına dik, dolaba vuracak. Ateş! Annem! Babaanneye sarıl, kalk. Kuyum anneye gelen. Koş babaanneye, koş. Ay, anne senin geliyor. Ay, benim güzel kocam yine. Anne geldi mi kızım? İzledin mi? Meine Lieben, ja, in der Zwischenzeit ist ein wenig Zeit vergangen. Ihr seht, ich habe auch schon geduscht. Ich war mit Hakan, nachdem Schwiegermama gekommen ist, bei uns in der Wohnung. Sie ist mit Altec zu den Großeltern gegangen, die besuchen und wir waren eben in der Wohnung und haben noch mal ein paar Sachen erledigt. Jetzt bin ich wieder zurückgekommen, weil ich schon das Abendessen vorbereiten wollte und Hakan ist ein Freund zur Hilfe gekommen. Die wollen nämlich ein kleines Projekt gemeinsam beginnen. Wir wollen nämlich hinter dem TV, also hinter dem Fernseher, wollen wir so eine beleuchtete Rückwand, also so ein kleines Panel direkt hinterm Fernseher. Und das ist übrigens auch die Wohnung von unseren Freunden. Und das hatte Hakan so gut gefallen, dass er das auch machen möchte. Wir haben ja jetzt dieses große Elefantenbild abgenommen. Das möchte ich auch nicht mehr. Das habe ich ja jetzt schon so oft erzählt. Und deswegen meint er, dass die Wand so leer werde ohne irgendwas. Und wollte eben jetzt deswegen diese TV-Rückwand machen. Das wird ein DIY, also die basteln sich das selber. Und ich bin echt gespannt, wie es wird, muss ich sagen. Ich finde die Idee sehr, sehr toll, auch mit diesem Rücklicht und so weiter. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es enden wird. Und ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr traurig, Leute, als ich die Wohnung gesehen habe. Ich glaube, ich habe euch noch gar kein Update gegeben. In der Wohnung sah es so schlimm aus. Also so schlimm in dem Sinne. Es war einfach wie im Rohbau wieder, Leute. Ihr wisst selber, ich habe die Wohnung mit so viel Liebe zum Detail eingerichtet, wirklich. Und jetzt die Wohnung wieder so zu sehen, hat mich so traurig gemacht, weil, keine Ahnung, ich wusste ganz genau, diese ganze Arbeit und das ganze Kopfzerbrechen, so, ich wusste, wie viel Zeit ich investiert habe und jetzt wieder alles auf Null. Und es hat mich so fix und fertig gemacht. Ich kann es euch nicht erklären, wirklich. Ich war traurig, sauer. So, es war für mich so eine richtige Gefühlsmischung. Aber ja, ich denke jetzt positiv. Es wird auf jeden Fall. Wir werden zwar noch ein paar Tage hier bleiben, weil wir uns dachten, komm, wenn jetzt, dann ziehen wir erst wieder ein, wenn komplett alles fertig und sauber ist. Und nicht, dass wir dann zu Hause nochmal 1000 neue Baustellen haben. Deswegen, ja. Wollen wir erst komplett alles fertig machen und dann am Dienstag hoffentlich wieder einziehen. Das heißt, bis Dienstag sind wir, wie gesagt, hier. Und ja, ich föhne jetzt nur schnell meine Haare und dann mache ich mich auch schon ans Abendessen. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt auch schnell angezogen. Ich gehe jetzt nämlich noch einkaufen. Heute ist ja Samstag und morgen eben Sonntag und zu Hause fehlen noch so einige Sachen. Deswegen erledige ich jetzt auch noch schnell die Einkäufe, bevor die anderen kommen. So Leute, Essen ist jetzt auch schon ready. Es ist schon länger ready. Ich mache es jetzt wieder warm. Heute gibt es Rinder-Minuten-Steaks in so einer ganz leckeren Soße. Leute, die Soße habe ich mit etwas Tomatenmark und Senf gemacht und dazu eben ein bisschen Speisestärke gegeben, dass das so ein bisschen dickflüssiger wird. Dazu gibt es Spätzle und einen Salat. Wir sind schon früh wach. Heute war ja die Zeitumstellung und ich dachte mir erst so, nein, bitte Anton nicht so früh. Also ich habe das total vergessen und er war schon 5.45 Uhr wach und dann dachte ich mir, oh nein, bitte nicht, ist es erst 5.45 Uhr. Dann habe ich erst gecheckt, dass es eigentlich 6.45 Uhr wäre, also eigentlich seine normale Schlafenszeit.
Aber, Alter, nein. Öli hat Bunny Gym. Alter, was machst du? Was machst du? Alter. Alter, nein, Anni Jim. Nicht rumblöden. Aber dann habe ich ihn irgendwie doch nochmal austricksen können. Habe ihm nochmal so eine gute Nachtgeschichte erzählt. Dann hat er nochmal eine Stunde länger geschlafen. Und ja, wie ihr seht, war er eigentlich gerade dabei, Fruchtzweige zu essen. Hat aber irgendwie seine Fruchtzweige noch mit in sein Wasser gemischt. Ja, ja. Naja, meine Lieben. Also. Danke. Naja, Leute, also. Ich habe gestern jedenfalls total vergessen, das Video zu beenden. Alter, ich will nichts essen. Ich kann so früh nichts essen. Da, oh, warte mal. Ja. Jedenfalls, genau, beende ich jetzt das Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Andere kleine Überraschung für Mama haben euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch einen Daumen da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss. Bye. Bye. Bye.